verraten. Das unterstellt man gelegentlich Bankern und Managern. Wenn Künstler Geld direkt auf der Leinwand verarbeiten, dann sieht das ganz anders aus. Allerdings kann man sich mit den Scheinen dann auch nichts mehr kaufen. Labyrinthe, soweit das Auge reicht. Für die Künstlerin Heike Havel stellt ein Labyrinth mehr als einen Irrgarten dar. Vielmehr so. Für mich den Weg des Lebens. Also symbolisiert das Leben und den Tod. Ja, warum? Warum? Weil der Weg durch das Labyrinth der Weg des Lebens ist. Und man kann entweder sagen, man kommt in die Mitte an sein Ziel, oder die Mitte ist der Tod. Das kann man für sich entscheiden. Havel 100 nennt sich eine Veranstaltungsreihe, die am Sonntag beginnt und sich an verschiedenen Schauplätzen das ganze Jahr 2012 über abspielen soll. Havel 100 bedeutet schlicht und ergreifend, meine Frau und ich sind zusammen 100 Jahre alt in diesem Jahr 2012. Und wir haben uns vorgestellt, das feiern wir, weil bevor wir darauf warten, bis einer 100 wird, das ist uns zu lang, also feiern wir das miteinander. Während Heike Havel ihre Labyrinthe mit Farbe auf die Leinwand bringt, hat Manfred Havel einen ganz anderen Rohstoff entdeckt. Sein Labyrinth besteht aus Geldscheinen. Mit diesen Banknoten kann man freilich nicht mehr bezahlen. Nein, das kommt so gehäckselt von der Bundesbank. Also es gibt ein Portal von der Bundesbank und da kann man dieses Geld kleingehäckselt kaufen. Das gibt es als Block, das gibt es als Streuware, das gibt es als was weiß immer was, als Rieselware oder man kann jedenfalls Millionen verschenken, allerdings klein geschnitten. Die Ausstellung beginnt am Sonntag um 16 Uhr im Moosburger Hof in Pfaffenhofen.